Partystimmung in der Kleiber-Ritt-Arena schon vor dem ersten Kampf. Die Show gehört in Weingarten einfach dazu. Die Show, die die Germanen in den roten Trikots dann aber in den ersten Duellen ablieferten, war weniger spektakulär. Christoph Ewald beispielsweise schlug sich zwar ganz ordentlich gegen den starken Krasimir Krastanov, hatte aber mit 0:3 klar das Nachsehen. Auch der finnische Neuzugang Jani Happamäki verlor. Er wurde in der dritten Runde hier im Standkampf böse überrascht. Die Germanen lagen 3:9 zurück. Die Wende kam dann mit dem Auftritt von Johannes Kessel. Gegen seinen Nationalmannschaftskonkurrenten Oldrich Wagner bewies er, wer die deutsche Nummer 1 in der 96-Kilo-Klasse ist. Jeweils kurz vor Rundenende setzte der Weingartener die entscheidenden Angriffe. Nach der Hälfte der 10 Kämpfe lagen die Weingartener noch 9:12 zurück. Nach der Pause gab's dann aber Siege wie am Fließband. Ionut Panait brachte die Gastgeber erstmals in Führung. Der Rumäne präsentiert sich derzeit in absoluter Topform. Bekan Kurkiev baute die Führung noch aus. Und mit einem souveränen 3:0-Rundensieg sorgt Adam Jurecku für den Schlusspunkt. 23:12 bezwingen die Germanen den Tabellenführer und sind jetzt selbst Herbstmeister. Die Mannschaft hat riesige Energieleistung gebracht nach der Schlappe in Köllerbach, wo einfach nichts lief, war hier im Heimkampf, war mal wieder eine Macht. Zeit, sich auf dem Herbstmeistertitel auszuruhen, haben die Weingartener aber nicht. Die Westgruppe der ersten Liga ist in dieser Saison so stark und ausgeglichen wie nie. Also jeder besiegt hier jeden und es geht eng zu. Und wie gesagt, leider beiße zwei, weil es gibt nur 4 Plätze in der Endrunde aus der Gruppe. 2 beiße ins Gras. Und wir wollen natürlich nicht zu denen 2 gehören. Im Moment sieht es gut aus. Ich hoffe, wir können das halten. Der nächste Prüfstein wartet schon am kommenden Samstag. Zum Rückrundenauftakt kommt dann der ASV Mainz nach Weingarten.